heute geht es um, was brauchst du für eine Webseite? Und ich habe einen wundervollen Gast mitgebracht. Und zwar unsere Steffi Pingel, die Webseitenfeuerwehrfrau. Ja, super. Und wenn du gerade an der Stelle bist und denkst, du brauchst noch eine Webseite oder willst die gerade verändern, und da gibt es so viel zu achten, aber es ist im Grunde gar nicht so schwierig. Und das wollen wir heute mal mit dir klären, was eigentlich so der Unterschied zu so einer Webseite für eine Personenmarke ist. Ne? Also das ist jetzt hier die Steffi Pingel, unsere Webseitenexpertin. Ich bin Jyoti Maflack, Online-Business-Mentorin. Also auf unseren Webseiten findet man vornehmlich uns. Und das sollte eben auch dein Ziel sein, wenn du ein Einzelunternehmen bist, ein Solopreneur, Solo-Selbstständig, dann hast du natürlich genau das auf deiner Webseite, nämlich dich. Und dazu wollen wir heute mal in diesem, was weiß ich, halbe Stunde Talk mehr darauf eingehen, was das eigentlich bedeutet, und dir auch erklären, was eigentlich so eine WordPress-Webseite ist und was du dafür brauchst. Genau. So, erstmal herzlich willkommen, Steffi, herzlich willkommen zum Zuschauen. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das drunter stellen, auch in der Aufzeichnung natürlich gerne. Und ich helfe dir dann gerne, das zu beantworten. So, liebe Steffi, du bist Feuerwehrfrau freiwillig und hast da so Pieper liegen, das weiß ich nämlich. Ja, und ganz genau. Ehrlich, heute muss ich, wenn der losgeht, auch wirklich tatsächlich weg, weil die halbe Feuerwehr zusammen im Urlaub ist und wir keine Fahrer für das Feuerwehrauto haben. Also wow. Ich dann quasi, wenn es wirklich piepen sollte, was ich nicht hoffe, schon mal als Vorwarnung, muss ich leider gehen. Und du fährst dann den Wagen? Ja, unter anderem, genau. Und löscht das Feuer, natürlich. Genau. Und wenn sie nicht gerade los muss, dann hat sie natürlich auch Familie und sie macht ganz, ganz tolle Webseiten. Darauf gehen wir heute ein. Erstmal ganz toll, dass du da bist. Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich. So, wenn du Fragen hast, stell sie bitte drunter zu deiner Webseite oder erzähl doch auch mal, was du benutzt, weil Steffi und ich sind absolute Verfechter von einer WordPress-Webseite. Was benutzt du denn für deine Webseite oder was hast du vor zu nutzen? Und Steffi, magst du ganz kurz mal erzählen, was eigentlich WordPress überhaupt ist und warum man das dann bräuchte? Ja, es gibt ja, wenn man anfängt, mit einer Website stößt man wahrscheinlich auf diese Baukastensysteme. Ja, die bieten die großen Webhoster an, zum Beispiel Strato oder Ionos oder so. Und ja, da landet man dann in den meisten Fällen, wenn man gerade anfängt, eine Website zu bauen und einfach sucht nach Website selber bauen, weil die ganz oben gelistet werden in Google und die dann als erstes kommen. Und diese Website-Baukästen, die gehen zwar einfach in den meisten Fällen, und man hat damit schnell seine Website online, aber sie sind einfach nicht geeignet für Leute, die mit dem Online- oder im Online-Business einfach ja, Erfolg haben wollen oder, ich sage mal, eine vernünftige Website bauen wollen, die sich erweitern lässt mit allerhand Funktionen. Das geht in diesen Website-Baukästen nicht, weil die wirklich sehr eingeschränkt sind. Man ist da vom Layout sehr eingeschränkt und man kann halt einfach viele Sachen nicht tun, zum Beispiel auch für Suchmaschinen optimieren und so weiter. Das ist halt mit diesen Website-Baukästen in den meisten Fällen nicht möglich. Und Jimdo und Co.? Bitte? Jimdo und Co.? Ja, das, ja, Wix, Jimdo, das ist ja auch so ein bisschen sowas Ähnliches, ne? Also das waren jetzt die Baukästensysteme von den Webhostern und Wix, ja, ist halt auch sowas. Da kann man auch schnell eine Website mit online stellen, wenn man möchte, aber es ist halt auch nicht erweiterbar. Die Suchmaschinenoptimierung ist da nicht ganz so toll und ja, es fehlt halt wirklich daran, dass man dann Sachen erweitern kann. Ich habe ganz viele Kunden, die haben schon eine Website in so einem Baukastensystem, zum Beispiel von Strato, oder haben sich mit Wix eine Website gebaut und merken dann jetzt, ich komme an meine Grenzen, weil ich will zum Beispiel jetzt doch noch einen Mitgliederbereich bauen oder sogar einen Shop, das machen ja viele auch. Oder man will halt einfach mal was ergänzen, man will mit E-Mail-Marketing arbeiten, man will sich einfach, das scheitert auch schon bei vielen daran, sich einfach eine Landingpage zum Beispiel für sein Angebot zu bauen, die dann auch wirklich so aussieht, wie sie aussehen soll und wo man flexibel die Sachen zusammenstellen kann. Das geht bei den meisten halt auch nicht. Und ich empfehle tatsächlich diese Baukästensysteme, egal jetzt ob Wix oder Baukästensysteme von Webhostern, wirklich nur für Leute, die
nicht professionell damit arbeiten wollen. Ja, also es gibt einige Verfechter, die haben bei Wix eine Webseite und sind damit zufrieden. Okay, wenn das für die läuft, dann sollen die das gern weitermachen. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders und empfehle diese Systeme wirklich nur so für Vereine oder für Hobbybereiche einfach. Ne? Also wenn ein Verein eine Website braucht, dann sag ich, hier, kommen die dahin, damit ihr online seid. Und die wollen ja kein Geld damit verdienen. Ne? Das ist der Unterschied. Ja, ja. Genau, und man fängt dann ja auch nachher an, so, ich habe jetzt einen Facebook-Pixel für meine Werbung. Okay, Beispiel, wo kommt der denn hin? Und oder wenn ich mit Pinterest arbeiten will, wie kann ich dann da was mit einbauen? Also da gibt es nachher so fortgeschrittene Sachen und wenn du dann alles hübsch hast in deinem Baukasten, ab dann fängt es eigentlich schon an, dass du, wenn du professionell arbeiten willst, da die Grenze hast. Genau, ja. Mhm. Und WordPress. Okay. Ist dann halt einfach so ein System, das ist ein Content-Management-System, mit dem man ohne Sachen zu coden, also ohne Code können zu müssen, seine Website aufbauen kann. Und erstmal ist es ein schlankes System, das heißt, man hat da gar nicht viel drin, aber man kann es halt wirklich beliebig erweitern und das ist der große Vorteil. Jetzt höre ich mich gerade doppelt, hast du den? Ja, Code? Sorry, ich bin hier noch. Mach nichts. Jetzt drückte. Ja, sorry, ich bin hier. Jetzt ist er leise. Oh. Nee, noch nicht. Okay, ich wollte eine Frage beantworten. Jetzt bin ich da irgendwie drauf gekommen, konnte es nicht leise machen. Technik. Ja. Mach ich gleich vom Handy nochmal. Okay, also ein Content-Management-System für eine Webseite. Und im Grunde ist es eine Software, die du irgendwie, du gehst eigentlich bei deinem Webposter drauf und sagst, Software aktualisieren, weil die meisten haben so einen Button, den man dann drücken muss und es geht eigentlich recht fix. Also das ist das Geheimnis von WordPress ist eigentlich gelüftet. Drück einfach bei deinem Provider auf den Button Software aufspielen. Genau, ja. Also für mich war das immer recht einfach, aber ich habe, wie gesagt, auch Design studiert und irgendwie da ist es so ein bisschen alles im Blut. Also alles kein Hexenwerk. Und dann gibt es sowas, das Wort heißt Theme. Kannst du das nochmal kurz erklären, was ein Theme überhaupt ist? Ja, genau. Also wenn man WordPress installiert hat, das macht man, wie Jörg immer schon sagte, bei seinem Webposter quasi mit so einem Klick. Das war früher auch noch nicht möglich, dann musste man das noch manuell installieren. Also das hat auch eine Entwicklung hinter sich. Und wenn man dann WordPress installiert hat, dann braucht man ein Theme. Und ein Theme, also ohne das geht es nicht. Es ist eine Designvorlage für deine Website sozusagen und bestimmt, wie deine Website quasi aussieht. Mhm. Und es gab zu Beginn dieser ganzen WordPress-Entwicklung Vorlagen, also Themes, die sehr starr waren. Also da hatte man dann eine Vorlage für seine Startseite, konnte da zwar Bilder, Texte, Farben ändern, aber zum Beispiel nicht die Reihenfolge. Man konnte nicht sagen, ich will da jetzt noch ein Bildchen haben oder da soll noch irgendwie so ein zweispaltiger Text rein. Das ging nicht, man war da sehr starr an das Layout gebunden, was da halt einfach vorgegeben war. Deswegen musste man im Vorhinein schon gucken, was brauche ich denn jetzt alles, damit ich eine Website aufbauen kann, die dann auch wirklich so ist, wie ich es will. Das ist so ein bisschen schwierig am Anfang, wenn man gar nicht so richtig weiß, wohin es geht oder wenn man wirklich gerade beginnt. Und dann kamen die sogenannten Page-Builder-Themes auf und die machen es halt möglich, dass man wirklich eine Seite so aufbaut, wie man sie selber haben will. Man kann trotzdem auf Templates zurückgreifen, wenn man möchte, kann die aber erweitern, um zum Beispiel nochmal Text da reinzufügen, um nochmal ein Bild reinzufügen oder ein Video oder sonstiges. Die sind sehr flexibel und man kann damals seine Website so aufbauen, wie man selber das möchte und das Layout beeinflussen. Und so ein Page-Builder-Theme ist zum Beispiel Divi. Mhm. Und mit dem arbeite ich ausschließlich eigentlich von Elegant Themes, wenn das jemand was sagt. Es gibt dann auch noch verschiedene andere Page-Builder, wie zum Beispiel Elementor oder Swive Architect oder so. Das ist halt im Prinzip genau das Gleiche. Die sind halt einfach von der Benutzeroberfläche nur ein bisschen anders und sehen ein bisschen anders aus. Mhm. Genau. Also meine Empfehlung ist dann immer WordPress mit dem Divi-Theme. Ja, okay. Gut, ich bin auch bei Divi seit über 8 Jahren und da gibt es so eine Lizenz, die würdest du auch bekommen, wenn du bei uns fortgeschrittene Kurse buchst. So, und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema, okay, was brauche ich denn, wenn ich so anfange für mein
Online-Business. Ich habe jetzt irgendwie eine Idee, ich möchte jetzt als Hypnose-Coach irgendwie sichtbar werden. So, wie baue ich das Ganze denn auf? Hast du da so eine Strategie, die du deinen Kunden empfiehlst? Und ja, wie, und wenn du mal irgendwas zeigen möchtest, kannst du natürlich auch den Bildschirm freigeben. Mhm. Ja, also die Strategie ist bei mir immer erstmal Plan und dann Technik. Also man braucht erstmal einen Plan für die Website. Natürlich diese ganzen Grundlagen beantwortet. Wen will ich erreichen? Was will ich verkaufen? Das sind so die Grundlagen. Vorher braucht man gar nicht anfangen, eine Website zu bauen, weil dann funktioniert das Ganze Zielgruppe, nicht. Genau. Genau, und Zielgruppe. Genau, das Angebot muss im Prinzip stehen, ne? Sonst kann man ja, braucht man keine Website bauen. Man muss darauf am besten irgendwas zeigen natürlich, was man dann auch verkauft. Mhm. Und ja, das ist so das Erste, um das man sich kümmern sollte, erstmal Inhalte einfach zu sammeln. Und vor allem auch, das unterschätzen auch viele, Fotos. Ja, also ich habe viele Kunden gehabt. Das hat sich jetzt in der letzten Zeit schon ein bisschen gewandelt, weil es, glaube ich, so ein bisschen ja, klarer geworden ist, dass man auch sich auf seiner Website zeigen sollte. Da sind aber immer noch einige dabei, die dann meinen, oh Gott, ein Foto von mir auf meiner Website? Nee, das möchte ich aber nicht. Können wir das nicht irgendwie anders machen? Ja, mhm. Also das sollte auf jeden Fall drauf sein. Gerade, wie du schon sagtest, wenn man Einzelunternehmer ist, so wie wir es sind, und ja, wenn man ein großes Unternehmen ist mit mehreren Mitarbeitern, ist das vielleicht ein bisschen anders, aber da, auch da sollte man sich zeigen. Ne? Also, weil Menschen kaufen ja einfach von Menschen, die sind interessiert daran, wer steckt dahinter und mit wem arbeite ich hier zusammen. Und deswegen sind auch wirklich Fotos wichtig. Und da auch ja, wichtig, dass sie auch wirklich vernünftig aussehen und nicht selbst mit so einem Handy gemacht sind. Ne? Das kann man gut mal auf Social Media teilen. Oder auf der Über-mich-Seite, irgendwelche Selfies oder Schnappschüsse. Aber mhm. sonst sollte man da schon so ein bisschen investieren in guten Fotografen, damit man auch Fotos für seine Website bekommt. Und wenn man so ein gängigen Header-Format, dann ist das so lang. Also wirklich so lang. Genau. Ne? Und dein Kopf ist eigentlich da so mal so klein. Und der sollte aber dann auch genau das ausdrücken, wofür du da irgendwie stehst. Freundlichkeit, offen, so und irgendwie, und in der Klamotte, die eigentlich dich und deine Zielgruppe ja auch anspricht. Also wenn du Börsenmakler bist und dann von mir aus mit einem Anzug und Turnschuhen oder was auch immer, aber bleib mal auch nah an den Leuten dran. Also du musst nicht irgendwie übertrieben schick oder sowas aussehen, aber trotzdem sollte es immer so ein bisschen so der Wert, den deine Zielgruppe eben auch erreichen möchte. Also die möchten vielleicht finanziell unabhängig, also brauchst du ein bisschen Leichtigkeit. Und also mein Wort ist dazu auch immer dieses, zeig diese Größe, wofür du stehst und was du da erreichen möchtest und nicht irgendwie so klein, klein im dunklen Bücherregal irgendwo eingezwängt. So, also das ist ganz wichtig, gerade bei der Header-Gestaltung, finde ich immer. Ja, das stimmt, genau. Wenn man dann Fotos hat, geht es natürlich auch um die Inhalte der Website. Ne? Und da mhm. gibt es so ein paar Standardseiten, die ja jeder haben sollte. Logischerweise die Startseite. Und ja, da kriegt man dann einfach so einen Überblick über das, was es in der Seite gibt. Also so einen Überblick über Angebote. Vielleicht schon mal so einen kurzen Text zu dir. Und ja, das ist halt so das Eingangsportal im Prinzip. Und wichtig bei dieser Seite ist, wie du schon sagtest, das Headerbild erstmal und halt auch das, was da steht. Das sollte nämlich dann gleich oben im oberen Bereich der Website ein Call to Action sein, der das mhm. Ziel deiner Website unterstützt. Und dann geht das so, 1, 2, 3, hat mich das angesprochen oder ja. nicht? So ungefähr musst du dir das vorstellen. 3 Sekunden hast du, um irgendwie aufmerksam stark zu sein. Gehe ich dann noch ein Stück runter oder bin ich sofort wieder weg, weil ich dachte, oh nee, das war jetzt irgendwie das Pommes-Restaurant am Vetteler Brückenbahnhof, den wollte ich ja gar nicht haben. So, ich wollte ganz woanders hin. So, also ne, die ersten 3 Sekunden sind entscheidend und die sollten dich und deine Marke super einladen, präsentieren. Genau, die sollten quasi die Zielgruppe genau da abholen, wo sie gerade sind und vielleicht auch schon so ein Problem anteasern, was die haben. Mhm. Und dann könntest du quasi eine Lösung dafür bieten durch dein Angebot oder deine kostenlose Checkliste für irgendwas oder so. Das sollte genau. alles in diesem oberen Bereich einfach passieren. Und dann vielleicht schon gleich einen Kontaktbutton für das erste Gespräch. Genau. In den ersten 3 Sekunden. Ja, genau. Ja. Mhm. Und ja, das wäre dann so die Startseite. Und was natürlich ganz super ist, auf der Startseite sind auch schon Kundenstimmen, wenn man denn schon welche hat.
Man kann das am Anfang, wenn man noch keine hat, auch einfach so machen, dass man vielleicht ein paar Freunde fragt, ob die vielleicht mal irgendwas Nettes über einen sagen können. Oder einfach Testkunden befragt, zum Beispiel, dass du die Leistung für weniger Geld anbietest und dann einfach eine gute Kundenstimme bekommst, die du dann auf die Website packen kannst. Mhm. Also so ist es auch immer echt super. Denn wir gucken ja alle immer, was die anderen sagen oder wie sie irgendwen oder irgendwas finden, bevor wir irgendwas kaufen. Ja, ganz wichtig. So, und dann vielleicht schon erste Angebote, das ist alles schon auf der Startseite. Und magst du vielleicht mal deine Seite zeigen, weil das finde ich irgendwie ganz witzig, weil die jetzt genauso Nische irgendwie anspricht. Ja, warte mal. Ich habe jetzt, ich kann mal meine über mich Seite hier zeigen. Oder warte, die Startseite. Ich bereite im Hintergrund vor. Ich zeige mal meine über mich Seite. Und dann solltest du auf jeden Fall noch sowas wie eine über mich Seite haben, die dann genau getrennt ist, wo deine Story, deine Expertise, deine 5 Kurse von Joe Dispenza und ich weiß nicht, was alles drauf ist und dein Human Design Ausbildung. Also da kannst du ruhig dann alles reinpacken, aber letztendlich geht auch die Über-mich-Seite eigentlich über deine Kunden, nämlich über das, was die wollen und bei dir dann finden. So, und warum sie das bei dir finden. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Und dann kommt sowas wie ein Angebot-Seite und ein Kontakt und ganz viel DSGVO nicht vergessen, aber da kann dann ja Steffi nachhelfen. Das müssen wir nicht hier im Call machen. Das wird zu lang. Ja, gerade die über mich Seite ist halt auch das, was einen dann als Personenmarke prägt. Das ist quasi auch wirklich der Unterschied zu den großen Unternehmen. Denn da kann man sich dann auch wirklich so ein bisschen persönlich zeigen und halt auch Sachen zeigen, die einfach hängen bleiben. Ich teile mir eben meinen Bildschirm. Schottland. Ist mir gleich hängen geblieben, Steffi. Ich mag auch Schottland. Siehst du, ach ja, siehst du. Und dann würde ich zu dir kommen und sagen, ah, ich mag auch so gerne Schottland. Und schon haben wir einen Anknüpfpunkt und dann würde ich bei dir buchen. Ja, genau, ja. Also das ist halt auch wirklich das, was wie ich bin. Ne? Also das, wie es ausgedacht ist. Aber das kann man halt einfach auch nach außen tragen. Mhm. Bevor wir uns jetzt die hier angucken, zum Beispiel, mir fällt immer ein, ich stehe auch so ein bisschen auf Harry Potter, ne? Ja. Und Katharina Lewald, die hat ihre Website auch so ein bisschen so drum aufgebaut, dass sie zum Beispiel Zauberstab und Launchmagie und sowas. Ne? Also die hat da so ein bisschen da drum rum gebaut. Das merkt man sich auch, finde ich. Und hier ist es bei mir, ist es halt einfach so, hier oben ist ja Foto von mir, seht ihr ja. Dann ist hier so ein bisschen was Kurzes über mich zu merken. Und so, dann erzähle ich was so bei mir passiert ist. Ja, dass ich am Anfang auch versucht habe, meine Website mit WordPress aufzubauen, dass es nicht geklappt hat, trotzdem ich damals auch HTML und CSS konnte. Also ich hatte erst Websites in HTML und CSS aufgebaut und habe mich dann an WordPress gesetzt, habe es nicht hingekriegt und war genervt. So, und so geht es ja den meisten. Die probieren dann irgendwie was, fummeln da ein bisschen rum und es bringt einen aber nicht weiter, weil einfach auch der rote Faden fehlt. Und ja, hier geht es nochmal so ein bisschen um meine Story. Was habe ich gemacht? Was habe ich damit erlebt? Und dann gibt es nochmal 5 Dinge über mich, die dann halt auch so ein bisschen hängen bleiben quasi. Ja, also das mit der Feuerwehrfrau, das mache ich jetzt ja so ein bisschen schon, dass man quasi sich das merkt, ne? Weil ich habe, und es funktioniert halt auch wirklich. Es hat jetzt nicht jeder sowas wie jetzt das, aber man kann ja auch andere Sachen einfach in den Vordergrund stellen, ne? Wenn man geht oder sonstiges, das kommt halt immer drauf an. Ich habe 3 Jahre in Rio gewohnt. Ja, siehst du, das ist zum Beispiel auch eine Sache. 8-mal um die Welt geflogen. Ja, und siehst du, also das nach meinem Sinn des Lebens. Ja, da findet jeder irgendwas, was er so ein bisschen nach außen tragen kann und was halt die anderen sich merken. Webdesigner gibt es viele. Ja, aber das ist wieder nochmal so ein anderer Twist, den man dann da hat, wo man einfach in den Köpfen vielleicht so ein bisschen besser hängen bleibt. Genau. Nee, und das bleibt auch hängen. Und gerade die jetzt zuschauen und sagen, ich bin Heilpraktiker. Ich bin einer der 100.000 Heilpraktiker in meiner Gegend. So, ich bin der auch noch golft und der auch noch Katzen mag. Und ich züchte Labradore oder ich weiß nicht was. Ich habe 3 Wellensittiche. Und ich trinke gerne Wassermelonsaft und presse mir den jeden Morgen oder ich weiß nicht was. Also was auch immer deine Sache dann ist, ne, bring das mit ein und warum es dich geprägt hat. Genau, ja.
habe ich ja auch, also da noch, bei mir ist ja auch der Umweltaspekt recht groß. Genau, klimaneutrale Webseiten, ja. Genau. Das gehört dann natürlich, wenn man oder wenn man irgendeine Organisation unterstützt, den Tierschutz oder was auch immer, ja. Das gehört auch da einfach mit drauf. Mhm. Weil dann andere, wie du schon sagtest, auch sehen, ach, guck mal, das macht die, das finde ich ja toll, oder ach toll, das macht die, das mache ich auch. Ja, und schon hat man da auch wirklich so einen Punkt, wo man Gemeinsamkeiten sieht einfach. Das mit dem Schottland zum Beispiel. So, ich war da, glaube ich, jetzt 11 Mal und will immer wieder hin. Ja, also das ist so meins. Muss da auch. Sieht man vielleicht auch an meinem Oberteil hier. Also das, ja, ist halt einfach authentisch. Hier geht es dann nochmal so ein bisschen weiter. Was weiterhin passiert ist von meiner Story, und das war es dann im Prinzip schon. Mhm. Also das ist so ein, jetzt nicht sehr lang, aber es hat halt Inhalte, die vorher schon auf jeden Fall überlegt wurden. Was da jetzt nicht drin ist zum Beispiel, das kommt halt darauf an, welche Zielgruppe man anspricht. Bei mir ist jetzt zum Beispiel nicht drin, ich habe dann und dann die und die Ausbildung gemacht, den und den Abschluss. Das interessiert im Prinzip meine Kunden nicht. Ja, die wissen, ich bin Webdesignerin. Ich habe, für alle, die das jetzt interessiert, Mediengestalterin damals gelernt, habe mich dann im Bereich Webdesign weitergebildet und mache das seitdem. Aber ich habe jetzt halt nicht drauf, mein Lebenslauf, die und die Schule, das und das Studium. Ja, weil das wirklich die wenigsten interessiert. Ich habe es auch runtergenommen bei mir. Ja. Mhm. Ist bei dir ja ähnlich. Ne? Das ja, ist, genau. Ja. Ja. Also, so, also ab einem bestimmten Punkt an Expertise interessiert das keine Socke mehr. Es interessiert, was bist du für eine Persona, eine Personenmarke. Stehst du für das? Kannst du die Resultate, 20 Stück, ding, 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 ding liefern? Und dann das Ganze eben, ist das vertrauenswürdig und macht das irgendwie Sinn, was da alles passiert? Das darf sich gerne mal verändern und es darf auch gerne, diese Seite ist im Aufbau, mal 2 Wochen stehen, aber dann sollte sie irgendwann fertig sein. Also das sind so ein paar Kernbotschaften, die wir dir gerne mitgeben möchten. Und damit diese Seite eben auch irgendwann mal fertig wird, gibt es natürlich so tolle Tools. Ich habe damals so lange an meiner WordPress-Seite gesessen. Ich habe irgendwie 3 Leute gefragt, kannst du mir WordPress installieren? Dann kam ich damit immer noch nicht zurecht. Ne, das war vor 10,5 Jahren, also Weihnachten 2011 ist die an den Start gegangen, mein Blog. So, da war schon was drauf. Aber vorher habe ich da 3 Monate dran gearbeitet. Ich habe eine gebraucht, die mir das installiert hat. Ich habe eine gebraucht, die mir die ersten Themes und die ersten Widgets und wie das alles heißt, raufgebaut hat. Und dann habe ich erstmal dann irgendwie, okay, mit Photoshop ein paar Header und die Texte gemacht. Also es hat einfach 3 Monate gedauert. So. Heute kannst du das viel, viel schneller. Und da ruft man einfach mal die Feuerwehr an. Das ist nämlich Steffi. Und oder schaut sich ein paar Sachen bei mir an, damit man einfach in die Hufe kommt. Und vielleicht kann in 2 Wochen schon deine Seite fertig sein. Du kannst dann nämlich schon anfangen, Shop-Produkte auf Instagram und Facebook zu verbinden. Oder du hast dann eben dein Shop auf der Seite. Und das ist halt einmal mühsam umgesetzt, so einmal ein paar Tage dran arbeiten. Und das geht auch, wenn man Mutti ist und mal nebenher und so. Und das ist halt alles nicht mehr so schwierig, weil es Leute gibt, die sich das vorher halt durchdacht haben. Und hier möchte ich gerne unbedingt das empfehlen, was Steffi nämlich anbietet. Sie baut dir diesen ganzen ersten Baukasten sozusagen drauf, also diese ganze WordPress-Seite mit ersten Header-Gestaltung und zeigt dir ganz genau, wo die Zeile steht, wo dein Leuchtturmspruch steht, der dich ausmacht und wo die, ich sollte das kaufen und den Glaubenssatz von den Kunden und so weiter, wie du in 14 Tagen abnimmst, ohne irgendwie auf Eiscreme zu verzichten und so weiter. Solche Sprüche kannst du da einfügen. Und das ist alles so an der Stelle, an der Stelle, an der Stelle. Und das Ganze nennt sich nämlich Website to go. Ja, genau. Also Steffi, was hast du dir dabei gedacht und wie konnte das schon den Leuten helfen? Also ich habe, kurz zur Geschichte, ich habe vor ein paar Jahren einen Kurs gelauncht, den, wie man halt eine Website selber baut. Also so von A bis Z, wirklich mit allem drum und dran. Mhm. Und das haben auch einige geschafft, meiner Kunden. Die sind online, aber einige halt wiederum auch nicht, weil einfach die Zeit fehlte, sie irgendwo stecken geblieben sind und dann doch irgendwas anderes wichtiger war und sie nicht dran geblieben sind. So. Und da wollte ich halt reingrätschen.
weil es halt einfach zeitlich für viele schwierig war, ist, nebenbei die Website aufzubauen. Auch mit so einem Kurs. Das hat viele vor eine Herausforderung gestellt und deswegen habe ich mir eine schnellere Variante ausgedacht. Das war so der Hintergrund. Und habe mir drei verschiedene Templates gebaut, die von der Strategie her alle gleich aufgebaut sind, aber die einfach anders aussehen, andere Designs haben. Und dann kann man sich quasi ein Template aussuchen und mir sagen, welches man möchte. Und ich richte dann alles ein. Das heißt, ich richte eventuell den Webhoster ein, wenn noch keiner da ist, die Domain oder ziehe auch um von irgendeinem anderen Webhoster zu dem gewünschten Webhoster, zum Beispiel Rateboxes, den ich immer empfehle, weil Klima positiv, und richte da WordPress ein, richte WordPress an sich mit dem Template ein, mit dem ganzen Design drum und dran. Und man kann dann selber hingehen und sich die Seiten aus den Templates erstellen, die man braucht. Und dann muss man noch Texte einfügen und Bilder und hat für diese Bilder, dieses Headerbild zum Beispiel, eine Canva-Vorlage. Und die kann man dann so bearbeiten. Ich kann das nochmal zeigen, wie das geht. Ja. Weil ich finde das so phänomenal. Das ist so, wow, ich gehe einfach in Canva, mach da mein Bild, dann stand Steffi drauf. So irgendwie. Ja, genau, warte. Ja. Ach, ich habe hier so ein Video, das kann ich mal abspielen. Genau, spiel das einfach ab. Ja. Das geht ja noch nicht so ausufern lassen. Ne? Also es ist einfach, ich weiß, was das für eine Ersparnis ist. Aus deinen importierten Templates vergibst einen Namen für die Seite. Importierst dein Template für die Startseite. Passt deinen Text an. Schnappst dir deine PDF-Datei mit den Canva-Links und klickst auf die erste Vorlage. Die Vorlage öffnet sich in Canva. Du passt das Bild an, legst es herunter. Da braucht man jetzt nur Canva und eine Webseite WordPress. Genau. So, genau, Satz sogar umändern. Genau. Hi, ich bin jetzt Laura und ich mache gerne abnehmen mit Sumba oder was auch immer. Genau. Und ohne, dass du groß hungern musst. Ja. Ja, genau. Und diese ganzen Hintergründe hier, die Goldpunkt und so, das kann man auch alles anpassen für sich, wenn man möchte, und da andere Hintergründe reintun in Canva oder sonstiges. Ja, das ist einfach nur eine Starthilfe, damit man anfängt mit dem Ganzen. Mhm. Und dann halt auch, das wäre jetzt zum Beispiel hier ein Template. Das ist dann jetzt die Startseite. Hier wären die Angebote. Das wird dann nochmal alles genau erklärt in dem beiliegenden Online-Kurs, wie das Ganze funktioniert, wie man Texte ändert, Bilder einfügt und so weiter. Und wo man was hinschreiben sollte und so weiter und so fort. Genau. Super. Also eigentlich alles ganz einfach gemacht. Baukastensystem, aber auf WordPress. Richtig, genau. Baukastensystem bei WordPress. Wo du nachher einen Newsletter-Anbieter, einen Shop, einen Mitgliederbereich, was auch immer, deine ganzen Tools, die du da noch einsetzt, irgendwie einfach einsetzen kannst. Das nennt sich dann als Plugin. So, und das kannst du alles bei Steffi bekommen. Ich packe jetzt gleich den Link hier drunter. Und dann kannst du da gerne nochmal deine Fragen stellen. Und also ganz wichtig, ne? Zum Beispiel dieses mit Schottland und Feuerwehrfrau und so weiter. Gerade wenn du eine Nische hast, die stark besetzt ist, dann mach dich einzigartig durch das, was du bist. Nämlich dein Look, dein Aussehen, deine Hobbys, deine Kinder und die Art, wie ihr lebt im Wohnwagen oder was auch immer. Also, ne, dann fall einfach dadurch auf. Du bist einzigartig und auch der Job, den du machst, ist einzigartig in der Art und Weise, wie du es machst. Und wenn du da Hilfe brauchst, dann helfe ich dir gerne, diese Positionierung oder dieses Business aufzubauen. Und Steffi hilft dir natürlich, diese Strategie für die Webseite da zu finden und zu bauen. Mhm. Super. Genau. Gibt es noch einen Tipp, den du mitgeben möchtest auf diesen Call? Ja, auf jeden Fall. Es gibt viele, die Website schon ewig vor sich herschieben. Einfach mal starten. Egal jetzt wie, aber mal anfangen und rausgehen, online gehen. Denn die Website ist nie fertig und die wird immer wieder überarbeitet und es kommen immer wieder neue Angebote oder man verändert sich selber.
Aber man kann halt wirklich nur was erreichen, wenn man macht und wenn man rausgeht. Und das würde ich allen ans Herz legen, die es immer noch vor sich herschieben. Tut was, genau, geht nach draußen. Unbedingt, genau. Super. Also wenn dir dieser kleine Call gefallen hat, es kommen noch weitere zu solchen Themen und dann stell mir gerne drunter, was dich interessieren würde, dann machen wir da was zu. Und wenn du jetzt deine Webseite loslegen möchtest und sage, ich möchte jetzt also auf jeden Fall da in 14 Tagen mal ein bisschen weiter sein, dann kann ich das sehr empfehlen und ich packe jetzt den Link zur Webseite to go mit drunter. Also seid ein Leuchtturm und kein Teelicht, denkt immer dran, einzigartig strahlen und sichtbar werden. Und dann klappt das auch mit dem Kundengewinn. Also, liebe Grüße. Tschüss. Sei ein Leuchtturm, kein Teelicht.